Wir sind am Scheideweg und der Weg ist gefällt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Witcher 2. Ja, die Entscheidung ist gefallen, ihr habt gewählt. Wir nehmen den Verne Roachweg und deswegen laufen wir direkt einmal zurück zur Stadt, denn dort können wir uns entscheiden. Bei Verne Roachs Quartier, dass wir uns für ihn entscheiden und uns den Geheimkräften anschließen und den Weg weiter folgen, den wir eigentlich schon von Anfang an irgendwie eingeschlagen haben, denn er hat uns befreit und wir wollen ihn natürlich nicht hintergehen. Deswegen folgen wir Verne Roach und lassen die gorillamäßigen Taktiken der Elfen hinter uns, der Scoia'tael, und schließen uns jetzt quasi den lieben Leuten an. Und es hängt! Und es hängt nicht mehr. Wunderbar! Die letzten Videos hatten wieder einen komischen Soundsprung. Sehr seltsam. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, wie es sich beheben lässt. Aber ab und zu ist der Sound total ein bisschen verschoben. Verstehe ich nicht, warum er dann so asynchron wird. Sowohl fette Spielsound sogar. Und das ist extrem seltsam. Na gut. Genug davon. Wir schließen dann natürlich Vernon an. Semperfy! Jojojo, ich muss ein bisschen leiser machen. Das drückt mir auf und ich höre überhaupt nichts mehr. Hallo. Hey, weg. Ah, okay, das können wir schon. Na gut. Hey, Vernon. Sag mal. Roach, things have gotten a little more complicated. What the fuck were you doing with the Scoia'tael? You gave Yorveth a sword. You followed me? I've got others who do that for me, Geralt. Vess, to be exact. Vielleicht kann er uns helfen. Yorveth knows a lot about the Kingslayer, and they no longer see eye to eye. He could lead us to him. The only journey I'll make with Yorveth in tow is to the scaffold in Vizima's marketplace. The Kingslayer fled to Vergen in Edirne. He forced Triss to teleport them both. Damn, he's made a mockery of us! If that's how he wants to play, I'll make him regret it. Flotsam's ablaze. How did it start? When Vess reported you'd met with Yorveth, I ordered Lurido to provide us with backup. The incompetent oafs were supposed to wait for a signal, but the crossbowmen were twitchy. We surprised them, but Yorveth, the Scoia'tael, gave us hell. We barely escaped alive. Many of my men are wounded, but Lurido's people... When news that elves massacred a dozen soldiers hit the trading post, two of the soldiers' fathers decided to take it out on an elven girl. You can imagine what happened next. I heard you have news for me. Lurido has a deal with Kedwin. That merchant living in his house is Henselt's agent. For a pouch of gold, the good commandant promised to support Kedwini troops in the event of a conflict. So what now? I want that spy to squeeze him for information. And I've sentenced Commandant Lurido to death. Roach, we have to sail. We need to get to Edirne. I'm not leaving until I deal with Lurido. The spy may know something about the Kingslayers. I wouldn't be surprised if Henselt of Kedwin was behind all this. Na gut. Wie du meinst. All right, let's deal with this spy. Also geht's ehrlich an Lurido. Listen very carefully. I'm not repeating this. We have two targets. The first is a Kedwini spy, Arnold Malaga. I want him alive. The other is Bernard Lurido, the trading post commander and a traitor to Temeria. We don't let his kind live. Arnold almost never leaves the residence, so we need to strike there. To get inside, we'll use Vess's unusual talents and Bernard's habits. Stop calling him by his first name. It really rubs me the wrong way. Whatever you wish. Lurido's house. The first floor contains guest quarters. Geralt had the opportunity to take a look. Regular patrols. Second floor, Lurido's bodyguards' quarters. They think they're the toughest warriors this side of the Yoruga, but really they're lame drowners dressed in colorful gambesons. Third floor, the lion's den. Here Lurido stores plundered valuables. It's where he sleeps, shits, and wanks off while staring at the statuette of a she-elf. Only the following are allowed to enter. Arnold Malaga, Lurido's mother, his cousin, and whores. I'm not sure I still have that frog. After making his round at the trading post, Lurido always orders two ladies. Vess will act as one of them.
The house is a bloody fortress, but Laredo had it enlarged. The Witcher will enter through the extension. Vess will open a window for you. Once in, you'll have to improvise, Geralt, but you'll have the element of surprise. Vess can hold her own, too. Zenon and Rickard will cover you from vantage points. If things get hot, lure those horsens near the windows. I'll be in the courtyard with the rest, ready to enter in the extreme. I repeat, in the extreme. That's all. Any questions? No? Let's get to work. Endlich geht es diesem Drecksack Laredo an den Kragen. Na gut, also auf zur Gasse hinter Laredos Haus. Tja, mein Freund, dein Ende heißt Geralt von Rivia. Vernon's waiting inside. Nein, tut er nicht. Denn er hat mich gerade weggeschickt. Flossum's got a garrison. We don't need a Witcher. Tja, aber ihr habt einen bekommen. Und das ist euer Problem. Und nun? Moin. Too early. Return after dark. Return after dark. Na gut, dann werden wir... Das Gebiet, das geht hier nicht. Nee, das geht nicht. Aha. So, jetzt machen wir einfach mal ein bisschen. Habe ich noch ein paar Lernpunkte? Nein. Zeit abwarten. Bis zur Abenddämmerung. Habe ich jetzt nicht gepennt? Oder haben wir jetzt Abenddämmerung? Haben wir down? You're too early. Return after dark. Also noch einmal, bis zur Abendstunde. Ach, da sind wir doch schon. So, dann warten wir halt bis jetzt. Und es wird so langsam dunkel, so langsam Nacht. Und wir sind nicht mehr, hoffe ich zumindest, zu früh. Und ich bin vorbeigelaufen. Haha. Moin. Hab dir zu tun. Too early. Return after dark. Turn after dark, aber wir haben doch schon. After dark. Schlecht übersetzt mal wieder, Spiel. Da warten wir einfach bis zur Mitternacht. Jetzt ist es auf jeden Fall dunkel. Your chariot awaits, fair youth. The good spirits of this tower will guide and protect you. Jo, und hinauf. Na komm. Kletter. Geralt, kletter! Wie du noch nie zuvor in deinem Leben geklettert bist. Und abwärts. Vielleicht mal ein paar Kräuterchen sammeln. Hiding? You like playing hide and seek? I'll find you. Ah, we're playing hide and seek now. Wait till I find you, little sparrow. Come on, precious. You'll love it. Huh? Ach, du bist dieser komische Arnold schon. Ich sollte ihn doch gar nicht töten, ne? Soll ich ihn gönnen? Soll ich nicht? Moment. Eigentlich wollte ich ihn nicht töten. Ich starte mal gerade. So. Ich wollte nur K.O. schlagen. Und nicht töten. Come on, precious. You'll love it when I mount you. Naughty girl. Daddy'll have to punish you. Ach, der sucht ein Mädchen. Ah, we're playing hide and seek now. Ja. Wait till I find you, little sparrow. Where are you? Hiding? You like playing hide and seek? I'll find you. Und gute Nacht.
So, jetzt haben wir nämlich nicht getötet. Hoffe ich doch mal. Oder? Habe ich ihn getötet? Ich habe keine Ahnung. Bist du tot? Der Stadt betäuben. Und das habe ich getan. Okay. Da laufen ein paar Wachen rum. Wo muss ich überhaupt hin? Finde Helena. Ich kann natürlich auch alle einfach umhauen. Das ist doch okay. Aber will ich das? Daher, hier könnte man es nicht lang. Halala. Wo laufe ich überhaupt hin? Ist das eine gute Idee gewesen, hier hinzulatschen? Also die Wachen bemerken mich auf jeden Fall komischerweise nicht, obwohl ich direkt gerade vorbeigelaufen bin, so ungefähr. Ja, das war natürlich nichts. Wer schießt denn da auf mich? Na gut. Ich starte nochmal. Ich wollte nämlich eigentlich mich nicht so erwischen lassen. Ich will durchs Fenster. Aber da sind so viele Wachen da unten. Ich fürchte, ich muss die alle umhauen. Na gut, wir sind auf jeden Fall dran vorbei. Mal schauen, ob wir auch dran vorbeikommen, ohne dass die uns jetzt hier vorne sehen. Nee. Wer bist du da unten? Okay, einer hat uns auch gesehen. Ich glaube, das ist die andere patrouillierende Wache, oder? Ja, da ist nämlich die andere patrouillierende Wache noch. Kommt, zieh ich ab. Lalala. Vögel. Ich komme gar nicht mit durchs Fenster rein. Hallo? Hallo? Hoffentlich sieht er mich hier oben nicht. Okay. Und abwärts. La 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 la. Gute Nacht. Verschlossen. Jo. Aber irgendwo muss ich doch an. Ich soll Helena finden. Da ist sie. Bist du Helena? Bist du Helene Fischer? Nein, sie heißt Helena, ich weiß. Hier können wir runter? Wo kommen wir denn da hin? Ich spreche erstmal mit ihr hier. You're this new girl's friend? Where is she? The commander took her to the tower. Hurry! How did you know? She's obviously not one of us. A hooker always knows a hooker. So I guess something was gonna happen. Before they took her, she whispered, window in the extension. When that bastard went to take a pee, I noticed you climbing over the wall. How do I get to Laredo?
When he's having it off, he lets no one in. But his mother has keys. You must really love her taking such risks. Right. Where's the mother? In the basement, distilling Fistech. Thanks. Now go. Climb over the wall and run. If a tall man dressed in blue stops you, tell him everything. Tell him his plan was ingeniously simple. Thank you. If you manage to enter the tower, kill the bastard Witcher. He should die slowly and painfully for all he did to us. Das werde ich machen. Luido wird leiden. Und zwar ganz schön viel. So, dann schleichen wir mal hier rein. Dann muss das hier der Keller sein. Aufmachen. Und hinab in den dunklen Keller. Marietta. Du hast genug Drogen gebaut. Oder angebaut. Haben wir nicht schon mal? Bin ich hier richtig? Nein. Aber hier waren wir doch schon mal, oder? Ist das nicht die Höhle, wo wir auch Melena auf die Schliche gekommen sind? Ich glaube schon. Nee, ist sie nicht. Ist sie nicht. Aber wir sind nahe dran, glaube ich. Oder war das doch hier? Ich habe keine Ahnung. Verschlossen. Ebenfalls. Ich glaube, ich muss hier irgendwo rein. Jo. Du siehst ja auch Fenster, Keller und so. Oh, ist hier dunkel. Wir müssen uns beeilen. Wes braucht uns. Also ab in den Keller. Get him, man! Oh, zack! Welche Männer eigentlich? Und in den Augen und zack, zack, zack. Was? Okay, das ist nicht so das, was ich wollte. Entschuldigung, ich lande nochmal. Ich möchte keinen Krieg anzetteln, ich möchte in Ruhe hinaufkommen. Ohne die ganzen Wachen irgendwie anzulocken. Es ist wohl gemein, dass der direkt da unten steht. Du Dreckskerl. Dich kenne ich noch. Genug gepisst. Da kommen wir nicht lang. Und schon wieder müssen wir uns hier reinschleichen. What do you want? The key to the upper quarters. I know you have it. You want to free the elven girl? Your efforts are in vain. Like in Isleen's prophecy, the seed has been planted and will soon sprout. Shut up and give me the key. The key. The key. Where did I put it? Kurz, schmerzlos und ein Kopf weniger. Uah. Ich glaube, ich war zu langsam im Ausweichen, kann das sein? Uah. Diamantstaub. Was ist das eigentlich für eine Statue hier? Ich habe so das Gefühl, wir sind ein bisschen, na, wie soll ich sagen, breit, dicht. I don't know. Untersuche den ersten Stock. Und wir müssen in den dritten Stock. Okay, es geht wieder. Gott sei Dank.
Luido. Oh. Ich will die wieder rein, dankeschön. Okay, da sind ein paar Wachen unterwegs, ich sehe sie. Ich glaube, der läuft nämlich jetzt wieder weg. Ich warte, bis er wieder hier hinkommt. Dann können wir den nämlich schon mal niederhauen. So, da vorne steht auch noch irgendwo einer. Der läuft jetzt auch weg. Ja, wunderbar. Und das ist diese komische Schatulle schon, wie wir das letzte Mal nicht aufmachen konnten. Dieses Mal werden wir es tun. Das war total Banane. Und hat nicht funktioniert. Das ist Steuerung, ne? So, liebe Freunde, ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dabei sind, West zu befreien. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sag nur noch, ciao.